Gibt es eine Twitch-Integration, dass ihr im Spiel seid als Gefangene? Wenn das Spiel gut ist, es hat DLCs. Wenn es gut ist, werde ich mir die DLCs irgendwann mal noch holen. Mal gucken. Alles selber verwalten auch. Muss sich um alles kümmern. Die Grafik ist wie von. Wie heißt der nochmal? Au. Entschuldigt, ich war nicht im Spiel. Ich habe noch keine Sound und nichts eingestellt. Ja, wir spielen Prison Architect. Wir werden quasi unser eigenes Gefängnis gleich aufbauen. Wäre erstmal noch Tutorial wahrscheinlich. Wir können es überspringen. Der Geschäftsführer. Ein schwerer Weg. In diesem Gefängnis befindet sich ein Häftling, der eines Doppelmordes schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt wurde. Und da kommen wir ins Spiel. Wir haben den Auftrag erhalten, eine Hinrichtungskammer zu bauen, die rechtzeitig für den großen Tag dieses Kerls fertig werden muss. Das ist ein bisschen bitter. Hier soll die neue Anlage gebaut werden. Wie bei jedem Projekt müssen wir zuerst das Gebäude bauen mit ausreichend Platz für einen Hinrichtungsraum und eine Verwahrungszelle. Legen wir los, bauen wir ein neues Gebäude. Wir brauchen auch einen Eingang für eine Hinrichtungsanlage, okay? Das klingt so böse, Alter. Bauen Sie eine große Gefängnistür in die Südwand ein. Okay, probieren wir es mal. Oh, mein Handy ist hier im Weg. Also, Fundament. Alter, ist das klein. Kann ich das auch größer machen? Warte mal. Man kann das online spielen? Wie das? Option. Grafik. Auflösung, Filter, Monitor, Fenstermodus. Nö, das ist alles egal. Audio. Ja, ein bisschen. Es ist da leise. Speicher, Zeitraffer. Kann ich nicht die GUI ein bisschen größer machen? So, GUI 2.0. Kann ich nicht einfach größer stellen, oder? Zeitraffer. Sprache. Ja, lass mich zurück. Alter. Kann ich nicht. Ist er mental? Will ich die Auflösung runterdrehen, damit das größer wird, ne? Alter, das wäre dumm. Dann sieht es ja auch wieder Scheibe aus, ne? Okay, dann müssen wir wahrscheinlich damit leben, dass es so klein aussieht. Können wir es nicht ändern? Fundament. Gebäude gemauert. Beton. Okay. So. Was ist das? Was gibt's? Ihre Arbeiter sind für den Bau von Gebäuden zuständig. Sie holen Stahl und Beton aus dem Lagerraum und bringen ihn zur Baustelle. Mit diesen Rohmaterialien bauen sie das Fundament und das Rahmenwerk ihres neuen Gebäudes. Dieser Bauabschnitt dauert am längsten, deshalb sollten sie beim Bau von den Anlagen vorausplanen. Sehen Sie sich einmal um, während wir warten, mit WASD oder den Pfeiltasten können Sie sich herumbewegen, um den Mausrad heran und herauszuholen. Schön. Kann man das überhaupt sagen, wenn ein Gefängnis ist? Schön. I don't know. Was ist das hier? Automatische Beleuchtung platzieren. Guck mal nicht. Hier, Wände. Ziegelwand. Betonwand. Ach, ich muss jetzt erst warten, bis es fertig ist.
Können wir es nicht vorspulen? Hier. Nein! Stopp, brich ab. Zugang benötigt. Ja, Türen. Ist es jetzt fertig? Also kann ich jetzt draufbauen? Ach, guck. Okay. Ziegelwand. In dem Gebäude brauche ich eine Zelle und einen Hinrichtungsraum. Teilen Sie den verfügbaren Platz. Wir können natürlich in unserem Gefängnis dann andere Sachen machen. Aber Hinrichtung muss nicht sein. Okay, die fangen jetzt alle auf dem Hof. Aber wie machen wir denn dann Geld? Also, wir machen ja ein bisschen auch Geld. Wahrscheinlich je nachdem, wie viele Leute wir haben. Jetzt setzen Sie große Gefängnistüren in die Trennwände ein. Sie können ein Objekt drehen, wenn Sie es platzieren, indem Sie entweder ein Haus oder R drücken. Okay. Wahrscheinlich je mehr Gefangene wir beherbergen, umso mehr Kohle kriegen wir, nehme ich an. Okay. Das wird alles immer so deklariert, ne? Hier ist der Hof, die Zellen. Oh, das wird lustig. Okay. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir den vorhandenen Platzräume zuweisen. Weisen Sie dem kleinen Bereich eine Zelle zu, in dem Verurteilten wohnen wird. Dann weisen Sie den größeren Bereich den Hinrichtungsraum zu. Ja, und wie? Ach, hier Räume. Zelle. Hier so eine Zelle rein. Ja. Alter, das ist so klein geschrieben. Okay. Für die neuen Räume müssen Voraussetzungen erfüllt werden, bevor sie in Betrieb genommen werden können. Die Zelle braucht ein Bett und eine Toilette. Der Schlosshaum braucht einen elektrischen Stuhl. Das ist schon ein bisschen böse, ey. So. Bett. Dass das Tutorial mit sowas anfängt, ne? Das ist halt schon ein bisschen heftig. Hallo? Ah. So, das Nötigste haben wir erledigt. Aber Sie können noch ein paar Verbesserungen vornehmen. Das bleibt allerdings Ihnen überlassen. Sie werden nicht zwingend benötigt. Allerdings, alles hängt davon ab, wie sehr Ihnen Ihr Häftling und deren Umgebung am Herz liegt. Die Zelle könnte mit einem Außenfenster oder einem kleinen Bücherregal aufgewertet werden. Und außerdem würde die Anlage mit hochwertigem Bodenbelag schöner aussehen. Das mit Parkett oder Mosaik fließen. Oh. Im Außenbereich können Sie Beleuchtung anbringen und einen gepflasterten Weg bauen, wenn Sie möchten. Oh, können wir machen? Er da, oder was? Er hat zwei Leute umgebracht. Okay. Das ist der Mann. Edward Ramsay, ehemaliger Lehrer. Kaum zu glauben. Es liegt nicht an uns zu entscheiden, ob er diese Strafe tatsächlich verdient hat. Das Gesetz hat diese Entscheidung gefällt. Ja, aber das ist dasselbe Ist egal. Unsere Aufgabe ist, einzig und allein unsere Arbeit zu erledigen. Wenn Sie zufrieden sind, ist die Anlage einsatzbereit und Sie können den Häftling zu seiner neuen Zelle führen. Klicken Sie einfach ein Polaroid in seiner Zelle an, um mit der Überführung zu beginnen. Optional. Ja komm, wir bauen hier noch was rein, oder? Bücherregal. Hier ist eine Lampe. Achso, hier draußen alles. So, Böden. Gehwegplatte. Okay.
Machen wir. Und wir brauchen noch hier einen schönen Teppich oder was können wir machen? Parkett. Ist ein bisschen bizarr, das schön zu machen. Finde ich kurz aufs Stille Örtchen und schön läuft Prison Architect. Ja, ich wollte mal was Neues bringen. Also, es ist sehr bizarr gerade irgendwie. Habe ich letzte Woche auch wieder auf meinem Yappy installiert. Ich spiele es jetzt zum ersten Mal, ich bin gespannt. Kann man das irgendwie größer stellen? Was? Was? Alarm? Egal. Kann man das irgendwie größer stellen, weil die Gegend ist so klein irgendwie. So, wir machen das jetzt mal. Ein Kerl keine Tränen nach. Er ist ein eiskalter Mörder und voll schuldfähig. Er hat sogar gestanden. Möchten Sie seine Version vom Tathergang mal hören? Ziemlich heftiges Zeug. Es war etwa 23 Uhr. Die Straßenlaternen waren schon an. Ich wusste, dass sie zu Hause war. Oh, der hat sie erschossen. Die Frage ist, dass ich euch beide hier erwische. Okay, sie ist ihm fremdgegangen. Tu das nicht. Alter, what the fuck? Okay. Okay, trotzdem würde ich über die Todesstrafe streiten wollen. Ich meine, ja, dann lass ihn ewig in dem Loch versauern. Ganz ehrlich. Endlicher Fall. Sie mich fragen. Verdient jedes, das er bekommt. Noch er selbst so sicher, dass sie solch ein endgültiges Urteil verstrecken. Ich würde ihn einfach für die Tat ewig im Gefängnis lassen, aber eine Frau und einen Mann zu erwischen, ist keine Entschuldigung für das, was er getan hat. Das stimmt. Und er hatte eine geladene Waffe dabei, weil er wusste, dass er die beiden zusammen vorfinden würde. Ja, schon. Schon. Nach bestem Wissen und Gewissen mit den Behörden kooperiert. Also Staat statuiert ein Exempel an ihm. Hätte er sein Verbrechen 100 Meilen weiter nördlich begangen, hätte er seine lebenslange Haftstrafe vor sich. Möchten Sie einen Kerl wie den etwa auf freiem Fuß sehen? Ich laufe besser, wenn ich weiß, dass er tot ist. Hey, wieso freier Fuß oder wieso ist das die zwei... Gute Arbeit bis jetzt. Es gibt da allerdings ein Problem. Der Hinrichtungsraum funktioniert noch nicht richtig, weil er keinen Stromanschluss hat. Wir müssen ihn an eine Stromversorgung anschließen. Ach du Backe. Okay, ja, die haben ja auch keinen Strom hier oben. Im Moment haben wir das Gefängnis Versorgungsanschlüsse geöffnet, in der wir die gesamte Verkabelung angezeigt bekommen. Jedes Gefängnisgebäude ist über einen dicken unterirdischen Stromkabel an das Stromnetz angeschlossen. Der Strom stammt aus sieben Transformatorstationen, die ihren Strom aus dem nationalen Notnetz bezieht. Okay. Ist der gesamte Zellenkontakt ohne Strom. Alle Lampen sind aus. Um das Problem zu beheben, müssen wir zuerst... Ja, vor allem, das ist alles ohne Strom, ne? Die könnten jetzt hier ins Dunkel gehen und jemanden sonst wie zusammenschlagen, töten, whatever. Wechseln damit... Okay. Könnte man dann theoretisch, ich meine, hier sind überall Zellen, ne? Könnte man aber so einen Massenraum machen?
wo einfach so 50 Leute drin sind. Und das ist so ein riesengroßen Bereich mit Haufen Betten, dass die alle da in einem großen Raum sind. Die nächsten Tonkabel sind zu weit entfernt. Und Ingenieure können diesen Bereich nicht verkabeln. Nähe, um dieses Gefängnistrakt anzuschließen. Okay, Versorgung. Stromkabel. Okay. Das sollte jetzt funktionieren, ne? Zack, 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 zack. So, Strom geht bis dahin. Perfekt, perfekt. Hier oben noch. Nicht nur die Lampen brauchen Strom. Ihr neuer elektrischer Stuhl auch. Schließen Sie über das Stromkabel die Anlage an. Stromnetz an. Das habe ich ja gerade vor. Der Stuhl ist ein besonderes elektrisches Objekt. Er benötigt eine eigene Stromzufuhr. Sie müssen ihn direkt an den Hauptkabel anschließen. Habe ich doch gemacht. Wir sind fast fertig, glaube ich. Wir sollten mal testen, bevor wir den Betrieb nehmen. Eine Sekunde lang einschalten, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Ich kann das, ich glaube, ich überspringe das Tutorial. Ich will mein eigenes Tutorial. Die baut man meist zuerst, wenn sie Zellen errichtet. Okay, cool. Die Zwecke rausgeflogen. Liegt im Dunkeln. Wir brauchen mehr Saft, um die Spannungsregulierung. Wir überspringen. Kann ich nicht alles überspringen? Neues Gefängnis erstellen, komm. Wir machen ein eigenes Gefängnis. Kann man das nicht zusammen machen? Also kann man nicht beide... Ach lol. Weltgröße, klein, groß, Kapital. Wir werden vom Staat finanziert. Matz ist bereit zu tun, was kein anderer Direktor zu tun bereit ist. Notdienste arbeiten schneller und treffen schneller ein. Reparaturkosten reduziert sind. Wählen Sie einen Wachhund. Klassisch. Alt, aber erfahren. Originale Wachhund. Gefährte, der beste Freund des Wächters. Tödlich. Fluchtverhinderer, der sich im Schnee besonders wohlfühlt. Katja. Schattenwurf. Er wird da nur daran denken zu fliehen. Okay. Nehme ich einfach mal. Spielen Sie als der Direktor vor Ort. Was Sie bauen. Das heißt, ich bin wirklich da und wenn die zum Beispiel eine Revolte machen oder irgendwas und mich töten, bin ich raus. Verstehe ich das richtig? Das machen wir. Das wird vielleicht schnell schief gehen, I don't know. Baugrundstück, das einen dichten Dschungel enthält. Dann ist das Spiel vorbei. Ja, dann ist diese Partie vorbei, ne? Bei Permadev. Das wäre halt schon cool, ne? Dass ich schon aufpassen muss, dass die mich nicht kriegen. Habe ich überlegt, was vielleicht damit zu hart wäre? Schneebedecktes Bauland, Wüstenbauland, Mondbauland, Wälder erzeugen, Seen erzeugen, Gebäude erzeugen, Niederlagebedingungen, Banden. Was zum Geier. Manche Häftlinge gehören Banden an und greifen mit wieder rivalisierende Banden an. Auf den, auch interessant. Psychisch kranke Häftlinge. Ich glaube, dafür brauchen wir DLCs, ne? Dafür brauchen wir, glaube ich, DLCs für manche der Sachen, ne? Wetterbedingungen, Temperaturen. Das würde ich halt alles gerne machen, ne? Aber das wäre vielleicht ein bisschen heftig für den Anfang. Okay.
Okay. Und es ist eine Optik. Da man anfangen so Holz verkaufen kann. Ach, da kommen die Bauern weiter. Okay, warte mal. Also, ich kann mich nicht bewegen. Muss ich jetzt direkt sie spielen, aber ich muss trotzdem bauen und muss trotzdem überall hingucken können. Das heißt, ich muss da hingehen, um das gucken zu... Ach du Scheiße. Richtlinie für psychisch kranke Häftlinge. In Gummizellen untergebracht werden. Okay. Kriege ich denn jetzt schon welche? Das ist ein DLC, wieso kann ich das? Zeitung lesen. Hilft der Geschäftszeitung lesen. Aha, aha, habe ich gelesen. Den ersten Zuschuss annehmen. Häftlingslieferung. Normal, ich mache erstmal die normalen. Okay. Fundament, Wände, Türen, Böden, Räume. Innenbereich, planieren, Wände erweisen. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an. Aber wie mache ich denn aus, also so Zäune und sowas? Türen, geht's mal ran. Wir kommen Lieferung an, ne? Machen wir mal Gebäude. Zehn Meter hoch. Aber hier so einen kleinen Anfangsraum. Ich bleib mal auf, ich guck mal, was passiert. Ich habe gar keine Ahnung. So wie funktionieren die Tutorial, zeigen dir, was du zuerst wie bauen sollst. Ah. Oh, ich kann auch Gott in die Lieferung. Ich kann mich halt nicht bewegen, ne? Bin ich. Benötigt Büro. Ich baue mir ein Büro hier hin. Hier, haben wir jetzt ein Büro. So. Tür. Hier oben würde ich für die Gefangenen das machen. Wände und Türen. Tor Standard. Besucher. Das ist ein Standard-Tor, oder? Wieso hin? Wo ist denn? Gibt es hier einen Eingang? Also, wo kommen die Gefangenen an? Habe ich eine Map? Ich baue mal drauf los, mal gucken, was passiert. Das wird nicht lange halten. Ach, hier ist sauer. Schau mal drauf, mal gucken, was passiert. Ich brauche ja auch noch dann dieses. Also das ist der Verwahrungsraum, ne? Eine Cafeteria brauchen wir noch. Klar. Mal Cafeteria hin.
Ich muss da auch dann überall hin. Ach du Scheiße, ich glaube, ich habe es mir gerade so viel schwerer gemacht, ne? Oh Scheiße, warte mal. Ist das ein extra Raum? Ich lasse es erstmal fertig bauen. Ich schnell bewegen. Ach, das ist schön. Ich überlege, ob ich gerade mal neu starte. Alter, das ist halt echt bitter, was ich gemacht habe, ne? Das könnte man eine Hardcore-Challenge machen, warte. Wir machen nochmal. Aber das merke ich mir, weil das finde ich genial. Nee, Direktor-Modus machen wir nicht. Weltgröße groß. Fett cool, wir haben Start finanziert. Das lasse ich alles so. Ich fasse hier nichts an. Und wir legen los. Jetzt kann ich mich etwas bewegen hier, guck. Okay. Erstmal ich hier so. Lieferungsraum. Tür gibt es die auch in groß? Personal, Besucher, Wache. Machen wir erstmal so. Machen wir quasi hier ein Lager hin. So, Lagerraum. Ja? Dann nehmen ein paar Büros. Die Falle machen wir hier unten hin. In den Bereich ausräumen. Planieren. Wände abreißen. Ich spiele mal vor. Baut das mal bitte. Okay, die Türen sind noch nicht ready. Nee, nicht die Tür. Alter, ich will. Ah, ist das weg hier oder was? Okay. Zugang benötigt. Tür. So. Hä? Okay. Steuerung ist noch ein bisschen schwierig. Und jetzt? Betonwände. Das wird halt nur ein kleiner Raum, ne? Räume. Zelle, Einzelhaft, Schlafsaal, Kantine, Küche, Dusche, Hof, Lagerraum. Ich brauche nur so einen Lagerraum. Okay, kann ich den einfach erweitern? Will ich die Wand dann abreißen? Was? Nein, nicht über die Tür. Kann ich was abreißen? Warte mal, wo reiße ich was ab? Wände. Effekte abreißen. Zählt das jetzt? Ach hier, Wand abreißen, toll. Genau. Räume, Lagerraum. Wir müssen jetzt da reinkommen, ne? Genau, die kommen da rein. Zugang wird benötigt, die können auch hier durchgehen. Ach so, Wände müssen noch rein, ne? Nee, hab ich doch. Jetzt geht das nicht jetzt hier durch. Was habe ich falsch gemacht? Exotelis, Hilfe. Rettung.
Objekte, Lampen. Ist das dann besser, wenn ich das so mache? Ich check das ganze Grundprinzip halt nicht, ne? Wände. Was? Nein! Ach, scheiße. Tür offen. Okay, stopp mal. Also, wir brauchen Fundament. Wir brauchen Strom. Ich weiß nicht, wie groß das sein muss. Ich mach mal. Lass mal 6. Ich hoffe, das passt. Machen wir mal so. Wände. Okay, dann würde das gebaut werden. Dann eine Tür. Erstmal stopp, sonst stehen die Gefangenen da und noch nichts fertig. Wo stoppe ich die Gefangenenlieferung? Hier. Geschlossen. Erstmal nehmen wir niemanden an. Okay. Aber das war richtig. Erstmal Strom. Hier ist dann die Tür. Okay. So. Strom, Objekte. Räume, ich muss der Stromraum machen. Spritzer, Rezeption, Kapelle. Hof, Dusche, Zelle, Esslacht, Schlafsack. Hey, wo habe ich denn sowas wie Strom? Gepolsterte Zelle. Kapelle, warum so? Hä? Bücherei, Werkstatt, habe ich sowas nicht eigentlich? Müsste ich das nicht haben oder ist das immer so random? Alles aufgeschlossen? Ich habe alles aufgeschlossen setzen, oder? Ja, ist alles geschlossen, glaube ich, ne? Ja. Die Frage ist halt, wo kriege ich jetzt Strom her? Ich habe einen Psychiater. Mich gibt's nicht. Doch. Aber ich kann nicht spielen. Hier einfach so. Alles klar. Boom. Die Stromerzeugung, wenn man nehmen. Sofort. Okay. Ich müsste es halt noch größer machen eigentlich, ne? Kann ich das nicht zusammenbauen? Eigentlich schon, oder? Dann reiße ich die Wand noch ein. Lassen. Also ich mache jetzt hier die Wand weg, dann habe ich hier Platz für Konzentratoren. Also hier so, da und da. Und hier vorne auch zur Not. Okay, die Wand machen wir weg und dann haben wir hier Strom. Dann haben wir noch mehr Platz, dann haben wir noch Wasser rein. Boom. Okay, das läuft schon, wir haben Licht. Licht ist ja schon mal, gut. Und das brauchen die ja auch. Ich packe mal einen hier hin, einen habe ich.
So, ich brauche Räume. Ich brauche ein Büro. Nee, jetzt brauche ich ja gar kein Büro, ne? Aber ich brauche was für die Arbeit. Warte mal, Räume. Gemeinschaftsraum. Ach nee, das ist für die Häftlinge. Personalraum. Okay, warte. Mal hier im Personalraum hin. Wände und Türen. Türen. Ich habe ja genug Geld. Wir können ja ein bisschen experimentieren. Achso. Stopp. So, jetzt nochmal Räume. Personalraum. Objekte. Ah, das ist alles für Personal jetzt, was er vorhebt, ne? Ein Tisch. Das ist ja ein bisschen weird, das dahin zu machen. Toiletten kriegen die extra. Tischtennis spielen. Sessel. Das ist ja erstmal ein bisschen was Kleines, ja? Wir müssen ja jetzt nicht schon komplett krasseste vom krassesten kriegen. Nur Wasserspender kriegen sie auch noch. Kriegen sogar einen Snackautomaten, ja? Ich hoffe, die kommen da ran, aber ich denke schon. Probieren wir mal. Soll ich brauche zu klein, kann das sein? Für jede Verwaltungsperson ein eigenes Büro. Ich habe einen. Nee, ich habe einen Psychiater. Habe ich gar keinen, nur ich, oder? Also nur für mich gerade. Oh, jetzt habe ich mich hingesetzt. Lol. Das wollte ich gar nicht, stopp. Fundament. Reicht das? Ich kriege ein großes Büro, komm. Ich krieg ein großes Büro. Schon schief gehen. Ah, kann ich noch Wachen einstellen, Koch kann ich. Ah, so geht das. Toiletten machen wir dann hier oben oder so. Was? Ach so. Getränkeautomat. Sofa, Holzhocker mindestens. Ah, okay, die haben Mindestanforderungen. Warte, warte, warte. Objekte. Sofa. Abhalten. So, was brauchen wir? Innenbereich mindestens. Ein Holzhocker. Hey, ihr könnt doch hier. Guck mal, ein Sofa. Der hat hier doch aber. Ach, breites Sofa, Holzhockerlohn. Warte, warte. Hab ich's jetzt abgebrochen? Oh Gott, ich fühle mich nicht durch, ne? Breites Sofa. Ich lasse die erstmal kurz alle abreißen. Ich bin schon wieder. So, ein breites Sofa wollen sie haben. Getränkeautomat. Und das verlegen wir dann einfach. So. Genau, es wird abgerissen.
Ach, die liefern das alles an jetzt. Ah, okay. Cool. Aber danke für deine Hilfe schon mal. Ich verstehe, so kleine Tipps sind ja gar nicht schlecht. Das muss ja dann laufen. Okay, der läuft auch. Zugang benötigt. Erstmal Büro. Achso, geht noch nicht. Wende Türen. Türen. Das ist eine Halttür. Ja, wird schon passen, ne? Ich muss schon eine Wende machen. Nee, jetzt. Okay, Büro. Objekte für ein Büro. Was brauchen die? Ein Büro-Schreibtisch. Sesselbüro. Ein Holzhacker. Ein Aktenschrank. Ein Büro-Schreibtisch. Hm. So, spielt mal eine Kaffeemaschine. Kaffeemaschine ist extra. Ja? Kaffeemaschine gibt's extra. Snackautomat. Wo ist es denn? Ne, eine Kommode. So. Stuhl, Sessel, Holzhacker, ein Aktenschrank. Wo ist ein Aktenschrank? Ah, hier ist ein Aktenschrank. So. Und es gibt noch so hier, so Ledersessel. Da muss ich auch mal was gönnen. Wie kann ich jetzt sagen, das ist deins? Wie sage ich dir jetzt, dass das ihrs ist? Ah, die geht automatisch da rein. Büro von Direktor. Ah, und da sieht man jetzt auch. Okay. So, jetzt wird es auch mal Zeit, das war eigentlich, ne, ein bisschen Böden. Hier können wir noch einen Weg bauen. Gehwegplatten. Toiletten bräuchte man theoretisch noch, ne? Fürs Personal. Räume. Kapelle. Währung, Rezeption. Besucherraum. Müllraum. Bräuchte man auch noch eine Küche. Ist die Küche. Ja, die bereiten die Hälfte. Ah, okay. Mhm. Ein Hof, eine Dusche. Wir machen ja erstmal so eine große Verwahrungszelle. Kantine, die Frage ist, wie groß muss das halt alles sein, ne? Ich würde das hier unten hin machen. Wir machen mal. Türen, aha. Kann ich die auch draußen benutzen? Kann ich auch draußen benutzen, ne? So. Wir brauchen das nämlich zu unten hin. Fundamente. Die kommen hier rein. So. Hier ein bisschen Platz lassen. 10 Meter mal 10 Meter? Ich weiß nicht, wie viel passen dann da rein?
Oder 10 oder 15. Ich probiere einfach ein bisschen was aus. Mal gucken, ob es klingt. Ich weiß es nicht. Jetzt bräuchte man noch. Die Küche brauchen wir ja auch. Die Küche? Da würde ich mal sagen, die setzen wir einfach. Wie groß muss die Küche sein, ne? Hier eine Küche hin. Machen wir hier eine Cafeteria hin. Ne, schön neben der Küche so. Was brauchen wir noch? Eine Küche haben wir, Cafeteria haben wir. Also die Kantine. Duschen brauchen wir noch. Erstmal. Mal die Duschen direkt hier hin. Ist die Frage, wie groß, ne? Aber erstmal so die Duschen hin. Einen Hof kriegen sie auch noch. Zu den Einzelzellen. Ich würde sagen, zu den Einzelzellen geht es dann hier bei der Cafeteria weiter. Einen Hof machen wir hier hin, würde ich sagen, oder? Büro des Psychiaters, Gummizelle, Sportsaal. Wir bräuchten aber was zu tun, ne? Sonst ist halt schnell Polen offen. Warnung, vorweg. Durch dicke Wasserleitungen können Gefangene entfliehen. Durch dünne nicht. Ach komm, echt? Lol, okay. Okay, lol. Das ist cool. Müssen wir mal so 10 Meter erstmal, oder? Groß ist der Hof. Dusche haben sie, Küche haben sie, Verwahrungszelle wird das. Einzelhaft kommt noch, Schlafsaal. Ja, das ist der Schlafsaal. Ja, da machen wir einen Schlafsaal, da können die alle zusammen pennen. Darauf warten, da warten die Leute, dass eine Zelle frei wird. Zellen können wir hier drüben machen. Mit Müllraum. Hier wird Müll abgeholt. Könnte man hier hin machen. Die Frage ist, muss der groß sein? Was sagst du, hier sitzt der Müllraum? Nee, mach mal einen kleinen Müllraum, mal gucken. Kapelle? Ja, ich frage jetzt, ist die Kapelle nur für die Häftlinge oder zählt die für alle? Was passiert, wenn... Da kommen demnächst Spiele raus, ne? Wo man seinen eigenen Kult und seine eigene Sekte gründen kann und so, ne? Ah, oh, ja, es wird schlimm. Die nächste... Also das Ende des Jahres wird, was Games angeht, richtig schlimm. Richtig schlimm. Ich hab den Brief doch gelesen. Ah, okay. Da können wir noch was da. Allerdings reicht der Wasserdruck nicht unendlich weit. Daher guckt man, wo man mit dicken Rohren doch gefahrlos langkommt. Ja, wenn ich die dicken Rohre solche bis hier hin mache, und dann alles, was innerhalb dieses Bereichs ist, mit dünnen Rohren macht, kommt die nicht raus. Versorgung. Ah. Das ist halt crazy, dass du halt darauf achten musst, ne?
Vielleicht das hier irgendwo anschließen, ist egal, ne? Oder gehen wir mal bis hier hin, ne? Und dann nehmen wir dünne Rohre. Absperrventil. Ja, brauchen wir nicht. Ich hab Vertrauen. Exotelis, kann man das hier irgendwie größer machen, die GUI? Also kann man die ein bisschen, dass man es besser sieht und lesen kann? Gibt es da eine Möglichkeit? Es ist halt echt arschklein alles, ne? Ach so, wir brauchen noch Türen und so, ne? Türen. Ist hier keine Wand? Soll eine Wand sein, Freunde. Da kommt eine Tür rein. Hier unten ist dann die Dusche. Da kommt hier auch eine Tür rein. Hier ist dann die Cafeteria, da machen wir auch eine große Tür rein. Wo ist die Tür hier? Machen wir das so. Suchertür. Eine verriegelte Tür, die von. Okay. Dann machen wir hier dann die Küche. Hier ist ja Müllraum. Hier ist so die Küche. Machen wir sie hier. Hier müssen wir irgendwie eine Durchreiche machen. Müssen wir gucken, wie wir das machen. Immer wieder selbst in die Option nachschauen. Über ist. Es ist mega winzig. Ich muss übelst gucken. Die haben zu tun, ne? Die Leute haben schon, die haben schon arg zu tun gerade. Das sieht gut aus. Jetzt legen sie los. Jetzt haben sie alles da, jetzt bauen sie. Doch, hier machen sie ohne Wand hin, ne? Das sieht nur so komisch aus. Also hier kommen die Leute mit rein, würde ich sagen. Wände. Ah, okay. Lol. Der macht dazu. Mach hier zu. Okay. Okay. Mach da die Wände rein. Hier muss auch eine Wand rein. Bitte. Betonwand. Ja, Betonwände rein, ganz ehrlich. Achso, wir müssen auch noch eine Tür machen. Eine Tür zum Innenhof brauchen wir ja auch noch. Hier so. Und dann machen wir das so, dass man von hier zum Hof kommt. Dann machen wir hier eine Tür rein. Die sollen hier zum Hof kommen. Raumanforderungen, mindestens eine Tür fehlt. Wieso haben sie doch? Okay, warte. Also, jetzt machen wir das. Räume. Schlafsaal. Hier wird ein riesen Schlafsaal. Die Dusche. Machen wir hier hin. Die Küche. Machen wir hier hin. Kantine. Dahin. Müllraum. Dahin. Muss ich das mit den Türen hier so mitmachen? Wir so Zellenblocks zu trennen. Das macht schon Sinn.
können Sören abbauen und trainieren, Streit auf klassische Weise lösen. Exporter. Okay. Dann brauchen wir jetzt erstmal also Objekte. Typen alle. Für. Alle Pakete. Haltung natürlich aus. Training. Kann ich nicht nach Räumen filtern? Das wäre irgendwie angenehmer. Das sind die einfachen, ne? Okay. Halt's doch. Innenbereich. Ist doch Innenbereich. Bequemes Bett, altes Bett, Etagenbett. Gibt's Etagenbett? Tribüne. Etagenbetten. Das ist ja die Frage, ne? Wir planen erstmal so ein paar Gefangene ein, würde ich sagen. Nehmen wir das weg, sieht gut so aus, ne? So. Wir müssen die noch was haben. Großes Fenster. Hier, guck mal, so sieht's draußen aus. Mehr brauchen die eigentlich? Ja, Toiletten brauchen sie noch, ne? So, ihr werdet beobachtet, ja? Oh, Leute. So. Wenn alle beobachtet, ist nicht. Muss ich das hier machen? Verbindung, Kabel anzeigen. Mm-mm. Hier ist es nicht. Also muss ich das hier bauen. Handelbank. Wo habe ich denn Dusche und so? Gibt's Dusche? Toiletten. Duschkopf. Kann ich einfach so eine Decke machen, ne? Okay, da können sie duschen. Das Duschstange. Achso, da können die dann ringsrum gehen, oder was? Machen wir es so. Abfluss. Ich probiere mal gucken, ob das so hinhaut, wie ich mir denke. Ich glaube nicht. Wachposten. Kann man eigentlich machen, ne? Waschbecken. Gibt es zwei Waschbecken hier oben? Niklas, hi. Hi, hi. Mir geht's ganz gut, Niklas. Was ist bei dir? Was ist los? Nicht gut bei dir? Ich denke so prinzipiell, ne? So Kantine. Gibt's da irgendwie Tische?
ich mach mal hier kleine Bänke hin. Mal gucken, ob das so passt. Ich hoffe es. Aber wo, wie mache ich denn Tische für Außenbereich? Guck mal, kriegen sie einen hier. Ständer, Reifengerät, Kicker. Spiegel kriegen sie nicht. Machen die es noch zuletzt kaputt und dann weißt du, nee. Wenn ich die Tür klein mache, ne, müssen die immer durch den Metalldetektor. Das heißt, warte mal, guck mal, das können wir auch hier machen, ne? Ich mach die Tür weg. Ja, ich muss die Tür da lassen, ne? Also sie müssen da durch. Sie werden da durchgehen. Safe. Abreißen. Okay, warte mal, wir machen das mal kurz. Das bedeutet, wir machen Wände. Eine Betonwand hin. Türen. Und wir fangen eine Tür. So. Das heißt, sie müssen auch dahin. Das erinnert mich gerade so an The Escapist Blue, was wir zusammen gespielt haben, ne? Ich muss jetzt halt aufpassen, dass. Ich denke an The Escapist. Wie sind wir abgehauen? Blub, erinnerst du dich noch? Das war so gut, ne? Wir brauchen Putzleute, Personal, Arbeiter, Psychiater. Wie kann ich denn? Kann man nicht erforschen? Wachen rufen, Tunnel suchen, Razzia, Arrest, Appell, Drogensuche. Schnelles Bauen. Kann ich nur Leute holen, die putzen? Exotele? Später auf Phasmo. Später schwierig. Aber nach dem Stream direkt? Auf Phasmo habe ich immer Bock. Kann man machen. Ich habe gestern nochmal nach dir gefragt gehabt, aber du warst da schon weg. Ich hatte so 18 Uhr rum hatte ich gestern Zeit. Im Stream von Perdoms gespielt. Dinge mit dazu einen. Wie lange streamst du? Ich weiß es noch nicht. Ich denke so bis 17 vielleicht, ja? Also ist es noch nicht mal 14. So 17? Vielleicht. Mal gucken, ja, wie ich Lust habe. Aber nicht allzu lange heute, weil ich will dann später noch ein bisschen Lost Ark testen und probieren. Aber wo sind die Reinigungskräfte? Sind das die Arbeiter? Brauchen die einen Raum? Küche, Kantine. Werkstatt. Shop. Zimmer. Waffenkammer. Wäscherei, Bücherei, Postraum. Alter, muss man sich hier anstrengen. Luxuszelle, oha. Wie sieht denn die Luxuszelle aus? Bitte was? Kantine. Ah, guck mal, da gibt's richtig so Ausgaben. Ach, guck, es gibt richtige Ausgaben. Herd. Kühlschrank. Serviertisch. Hier. Ich habe bloß einen gerade. Platzmäßig.
So, Mülleimer. Ist egal, ne? Schmuggelwache geht, ist gründlich für so. Okay, okay. Da wollen sie also gerne schmuggeln dadurch. So, Fenster groß und edel. Machen wir hier so ein paar Fenster rein. Dass man so als Küche, ne, schön reingucken kann. Da, kleine Obstfliege, ne? Wachpostenecke. Ne, ich will ja nicht so lange streamen. Und das Spiel teste ich schon die ganze Zeit. Also. Warum, wo das Reinigungszeug lagert? Ja, aber wie heißt der Raum? Also was ist das für ein Raum? Ist das nicht ein Lagerraum? Der ist ja hier da. Gemeinschaftsraum. Dusche, Hof, Einzelhaft. Bewährung, Rezeption, gibt keine Bewährung hier. Gummizelle, Spurzer. Ja, ein Spurzer wäre schon nice, ne? Gibt's hier schnelles Bauen für. Wo ist denn jetzt auf einmal das hin? Nein. Hof. Ach du Scheiße, ist der Hof riesig. Okay. Wände. Ich sollte auch mal das mit den Zäunen weiterbauen, ne? Ich glaube, ich würde eher so eine Betonwand hier rumziehen wollen. Ich brauche mal wieder Tag, bitte. Okay, der muss um geschlungen sein, der braucht mindestens eine Tür. Ist das die falsche Tür dafür? Okay, den Baum haben sie gefällt. Okay, aber das ist anscheinend die falsche Tür, die ich da habe. Tür. King ist hier orange. Ja, aber. Das ist doch die Tür. Ich kann so die Straße absperren, okay. Straßensperre kann ich auch bauen. Da versucht man dann einzuschlafen oder neben einen so. Ja, ja. Das müssen die schon hinkriegen. Objekt mit ein kleines Plus, da gibt es noch mehr. Ach, du Scheiße. Okay. Ich würde es gerne so eckig machen. Hier so ein Turm rein. Man könnte hier draußen auch so Stuff hinmachen, oder? Nee, das nicht. Nee. Machen die das nicht immer draußen sowas? So Handelbänke und so? Computerstation. Nein. Telefonzelle. Wir können die Telefonzellen hinsetzen. Und hier so drei Stück. Ich gönne denen ja auch ein bisschen. Na, es ist ja nicht so, dass ich hier komplett böse bin. Sansa, guck mal. Wir haben so ein bisschen was, ne? Bin ja auch nicht komplett böse. Müllraum, muss ich da irgendwie.
Einfach nur so hier, oder? Denke ich? Ich weiß es halt nicht. Ich habe keine Ahnung. Soll ich mal die Gefangenen holen? So die ersten Gefangenen? Wo ich alle grundlegenden Räume baust. Wo sehe ich denn die Zuschüsse? Also, wo sehe ich denn das? Ist das hier oben? Kriegsverwaltung, Bürokratie. Wo würde ich das denn sehen? Berichte? Programme, Zuschüsse. Flüge für Psychiatriehäftlinge. Einfache Haftanstalt, Verwaltungszentrum. Häftlingsgesundheit und Wohlergehen. Mir fehlt irgendwas fürs Personal noch, kann das sein? Wasser müssen wir noch anschließen. Ich habe halt viel irgendwie gefühlt noch nicht. Ach lol, dann ist das der Müllraum, da wird der Müll auch immer schon hingebracht, dann brauche ich das hier gar nicht, ne? Geht das automatisch zu und auf? Wahrscheinlich, ne? Weißt du was, wir holen uns einfach ein paar Leute, komm. Kommende Stunde. 15 Stück. Nur niedrige und, ne? So, warte. Halt, stopp. Wir brauchen noch... Strom ist da. Wasser. Okay, warte, ich muss nochmal ganz kurz. Stopp. Das muss erst fertig gebaut werden, sonst können die nicht auf Toilette. Das wäre ein bisschen unlucky. Was? Alter, wie auf damit. Also ich muss es hier ranbauen. Warte mal. Guck mal hier. Oh, Wasser müssen wir aber noch machen. Erzählt das nicht? Was? Das ist alles so direkt. Angeschlossen sein. Also. Ah, jetzt. Die Lampe benötigt Strom. Oh, warte. Du kannst die Tore selbst öffnen oder Wärter schließen sie jedes Mal. Achso, Wärter brauche ich noch mal. Wachen. Ich habe jetzt so 6 Stück. Machen wir mal die. Kann ich den auch Bürokratie? Wartung, Ausbildung, Gesundheit, Rechte, Psychologe, Gefängnisse. Wo ist denn meine Putzkraft? Ach du Scheiße. Oder?
das hier. Können wir auf Eis legen erstmal. Ah, so erforsche ich. Krankenpfleger, Waffenkammer, Reinigung. Da müssen wir hin. Brauchen wir eine Reinigungskraft. Bis 17 Uhr Stream. Ja, irgend sowas in dem Bereich, ne? Dann können wir gerne mal so 2-3 Maps Phasmo spielen, wenn du Bock hast. Können wir dann machen, gerne. Mal gucken, ob 18 Uhr wäre ich heute wieder. Schon Lost Ark oder so zocken. Mal gucken. Ich will demnächst noch wieder ein bisschen mehr klassische Let's Plays machen. Also sobald Minecraft da ist, möchte ich gerne wieder mehr klassische Let's Plays auch machen. Ich habe da irgendwie, ich vermisse das ein bisschen, muss ich sagen. Okay, das wird jetzt erforscht gerade. Ich warte mal, ich will noch ganz kurz, ich will das noch fertig kriegen. Da warten wir jetzt noch kurz, bevor ich Leute hole. Danach, Niklas. Nach dem Stream. Können wir das gerne machen. Da kann ich ja auch nichts machen. Das ist dann halt leider so. Okay, das ist gleich fertig und dann Reinigung. Kann ich den jetzt schon machen? Okay, wir lassen das kurz durchschauen. Das brauche ich unbedingt. Das ist essentiell wichtig. Mit Vorarbeiter. Achso, da brauche ich einen für die Wartung oder was? Damit halten wir brauchen die Ruhe. Ja. Türen. So. Okay, der braucht ein Büro. Kann ich schon nicht. Was braucht das Büro nochmal? Mindestens. Achso, Strom erstmal. Reicht das bisher? Ich mach mal so. Okay, Räume, Büro. Noch ein Büro. Objekte. Also wir brauchen einen Hocker. Tisch, dazu zwei Hocker, einen Schreibtisch. Eine Blume kriegt er auch. Genau, Büroschreibtisch. Welche Büro? So rum. Boom. Dann gibt es einen Bürosessel dazu. Einen Aktenschrank. Glaube. Ja. Das müsste es, glaube ich, gewesen sein, ne? Glaube ich zumindest. Okay, dann mal bauen kurz. Das weiß ich noch nicht, Niklas. Da werde ich wahrscheinlich noch streamen. Ich wohne damit, dass jede Führungskraft ein eigenes Büro braucht. So, jetzt kann ich aber. Jetzt wird die Reinigungskraft erforscht. Braucht der auch noch ein Büro? Braucht die Reinigungskraft auch noch ein Büro? Schiffe ist sauber. Aushelfen. Sie können dieses Personal explizit bestimmen. Zuteilen, dann personalisiert werden. Ich würde wahrscheinlich mal so drei dann einstellen davon, glaube ich. Das normale Mitarbeiter, okay. Böden. Wo gibt's denn Lampen nochmal? Hier waren irgendwo Lampen. Lampen.
Wo sind jetzt gleich so kleine... Hey, gab's nicht von uns Lampen hier? So ganz kleine, normale Lampengedöns? Hä? Ah, hier. Nein! Oh Gott! Die Symmetrie. So, also überall Strom, das passt. Wie sieht's hier aus? Oh, genehmigt! Stopp! Das kann alles losgehen. Gefängnis... Gesundheit. Kann bitte erstmal Gesundheit durchlaufen. Ah, Gartenpflege läuft auch durch, okay. Also was ist auch gleich egal. Finanzen. Okay, machen wir das alles so Step by Step. Okay, so Moment. Jetzt holen wir noch Personal. Einmal die Hausmeister. Was übersteigt das Tagesbudget? Ja, ich sollte erstmal ein paar Leute holen, ne? Dann holen wir sie jetzt mal, komm. Wie viel? 73? Die passen nicht hier rein. Wie viel passen hier rein? 1, 2, 3, 4. Sehe ich das irgendwo im Gesamten, wie viel hier reinpassen? Volle Belegung. Ja, 26. Das macht schon mehr Sinn. War es auch volle Belegung, so. Alter, das ist glaube ich heftig, ne? Die kommen in 21 Stunden. Okay. Oh, das geht garantiert. Das geht so schief, garantiert. Die hocken alle hier draußen. Könnt ihr mal bitte. Warte mal. Türmodus verriegelt. Ich will jetzt hier unten reingehen. Ich will nicht, dass hier oben reingehen. Nein, die sollen dann hier unten reingehen, bitte. Die werden durch den Müllraum laufen. Das ist ein bisschen böse. Das passt alles, ne? Die haben alles. Guck mal, der macht alles sauber. Kann ich denn noch einen Hausmeister einstellen? Okay. Ich kann keinen Hausmeister mehr einstellen. Es müssen ja gleich kommen, ne? Oh Gott, ey. Kann er mal bitte... Wo ist der Hausmeister? Ah, der putzt. Ah, der putzt, aber der ist gut. Guck mal, der ist richtig fleißig. Können das nicht die Häftlinge dann selber machen, ihren Raum sauber halten? Fände ich gut. Ah, der macht doch Tische und so sauber, oder? Wieso ist hier vorne? Was ist denn hier? Wieso ist das hier nicht fertig gebaut? Was? Was passiert hier? Hast du alles sauber gemacht? Trägt Personalschlüssel. Er will unbedingt da raus, ne? Oh. Ah,
Jetzt. Sehr schön. Kommt die jetzt eigentlich gleich mal? In 8 Stunden, okay, am nächsten Tag. Oh Gott, ich habe Angst, ne? Das wird so eine Katastrophe. Das wird so die höchste Katastrophe, das klappt so schon nicht. Ich habe Befürchtungen, wo das enden wird. Nicht gut. Gar nicht gut. Wir müssen aber ab und zu mal eine Razzia machen und so. Appell. Es ist ein bisschen dunkel, ne? Es ist ein bisschen dunkel auf dem Hof. So. Das geht schon. Wachposten-Ecke. Ich hoffe, die gehen dann auch in den... Kann ich nicht sagen, geht mal da rein jetzt. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Ich hoffe, das passt so. Ein Gärtner. Psychologe. Warte. Das wird wahrscheinlich... Logistik. Raumqualität. Zellenstatus. Schnelles Bauen, warte. Krieg mal eine Krankenstation noch mal ganz fixen. Weil die habe ich vergessen. Über die werden sie vielleicht auch versuchen abzuhauen, ne? Die Frage ist halt, wohin? Ist das auch für die Gefangenen? Ja, ne? Oder? Könnte man direkt hier ransetzen, ne? Können wir mal ein schnelles Bauen machen und eine Krankenstation? So direkt hier ransetzen. Gucken, ob das funktioniert. Weil dies brauchen wir noch, unbedingt. Wenn die sich hier abstechen, dann in einer Stunde kommen sie. Mal gucken, ob sie das schnell gebaut bekommen. Was denn? Vielleicht schnell. Und. Sie kommen in 2 Minuten. Oh Gott. Houston, wir haben ein Problem. War vielleicht nicht clever, das jetzt zu tun, ne? Kommen sie? Hey, wo sind sie denn? Sollen die jetzt nicht kommen? Allgemeine Zustand unserer Zellen ist schlecht. Die Zelle ist top. Was willst du? Guck mal, hier haben wir Metalldetektor, da haben wir Metalldetektor. Das wird super. Da kommen sie. Oh mein Gott. Mal gucken, ob das jetzt richtig nach hinten losgeht oder ob das was wird. Ich glaube, es geht nach hinten los. Es geht komplett nach hinten los. Ja, wahrscheinlich war ich hier. Ja, die holen die jetzt hier. Die holen die jetzt ab. Wen haben wir denn hier? Aston Ranger. Alter 45, verurteilt zu 5 Jahren für Einbruch. Ja, okay, komm. Rico Wille, irgendwas. Was? Gistik. Verurteilt zu 29 Jahren für mehrere Straftaten, darunter schwerer Einbruch. Meineid und Einbruch. Was war Meineid? Häftlingslieferung, ich krieg Money. Wie viel? Ach du Scheiße. Ich glaube, die Grauen sind normal. Oder? Hat 5, hat nur abgesessen.
Schwarzfahrer. Okay, also die sind hier, das ist nichts Schlimmes wahrscheinlich. Für Schwarzfahren. Für Schwarzfahren kriegst du... allen Häftlingen Essen geben. Ja, wird gekocht, ja, wir sind dabei. Das stört mich, dass sie die ganze Zeit offen stehen, ne? Das ist so komisch. Jetzt kommen alle langsam rein, ne? Können wir jetzt mal die Gefangenen holen? Was ist mit denen? Also es gibt keine... Es wird genauso viele geholt. Ich gehe jetzt nicht an. Neben der Toilette muss jetzt sein, Freunde. Man kann sich's nicht aussuchen. Es geht nicht anders. Vor Gericht Unsinn labern. Ah, okay. Okay, der Koch ist am Kochen. Häftlinge, so viele Mahlzeiten werden gekocht. Kann ich noch einen Koch holen, hä? Kann ich noch einen Koch holen? Obwohl, der Hausmeister hat es gut hingekriegt, ne? Ist da dunkel, weil keiner drin ist, ne? Wie auf der Straße stehen, könnt ihr die bitte mal holen? Ich glaube, so mit dem Duschen haut alles hin, ne? Ich habe keine Ahnung. Genau. Das ist dein Raum. Passt. Ah, er nimmt den Müll mit. Normale 6 niedrig. Ach, die sind doch niedrig? Cool wäre es, wenn es eine Twitch-Integration gäbe, dass ihr hier mit dabei. Das wäre halt ein bisschen witzig, ne? Achso, muss ich noch was bauen, dass die rechtzeitig entlassen werden? Postraum, Bücherei, Krankenstation, Besuch. Rezeption. Ruhe. Ja. Das kannst du nicht lesen. Was? Was? Todesfall. What the fuck? Autoentführung. Boah, nur kurz mal. Boah, ne? Das ist, ja. Ich brauche Einzelhaftzellen. Hallo, Frau. Können Sie den Toten holen? Warte mal, was brauche ich denn für den Toten? Okay, das ging schnell. Wir machen uns hier so ein paar, doch ein paar kleine Einzelzellen. Zack. Boden. Also ich muss als Raum machen, ne? Ich muss es als Raum deklarieren. So. Und Tür. Das sollte ich später machen. Okay, dann machen wir doch ein paar Einsätze. Das ist jetzt ein bisschen unlucky, dass das so schnell ging. Einschalten.
hat's ja alle Trakte. Okay, wir machen eine Razzia. Wir legen direkt los. Wir durchsuchen alles. Ah, gucke. Eine Heckenschere. Hast du eine Heckenschere hier? Hat der eine Heckenschere von draußen mit reingeschlossen, oder? Drogen, ja gut. Das ist, glaube ich, ja, Zigaretten. Ist verboten, Zigaretten? Okay. Weil keiner räumt den weg. Aktion. Können wir den zur Krankenstation bringen, Freunde? Klopp, mach's gut. Tschüss. Tschüssi. Dann kommen automatisch alle rein. Ein Hammer. Ich hätte jetzt kleine Razzia machen sollen am Anfang. Schraubenschlüssel, ja. Tot. Der wird gerade weggebracht, ja. Mach's gut. Sorry. Ja, das war der Koch, der darf das. Okay. Ach, guck mal, es wird alles zugemacht. Müde. Kann man denn, kann ich einen Personalraum bauen, wo die schlafen können? Krankenstation, welche Reihe? Besuch. Shop. Werkstatt. Personalzimmer. Das ist das Arztpersonalraum, oder? Ich baue hier mal noch so was hin. Vielleicht können die sich da auch ein bisschen hinlegen, so, ne? Das wirkt ein bisschen besser als mein Raum. Ja, vielleicht bräuchten die halt ein bisschen sowas, ne? Vielleicht sollte ich denen sowas geben. Dass die da ein bisschen... im Postraum... eine Bücherei... eine Wäscherei... Jetzt brauche ich das halt jetzt schon. Ich hatte vor uns irgendwas gesehen. Rezeption. Wofür ist das? Besuch, aber war nicht auch irgendwas wegen. Wegen. Das hatte ich doch hier. Habe ich überhaupt Bäume? Wow, ich habe es. Ein Wald, sage ich dir. Ein Wald ist hier. Wäscherei. Besucherraum. Nee, ich dachte, da war doch irgendwas wegen, dass die halt auch gehen können. Lagerraum, Lieferraum, Büro, Krankenstation. Ach hier, Putzmittel. Okay, dafür kriege ich aber keinen extra Raum. Wir müssen so einen Putzraum bauen. Okay, kriegen wir hin. Hat der Putzraum spezielle Anforderungen? Nur 3x3, okay. Also kann so ganz klein bleiben. Der ist dann easy. Personaltür. Okay. Ich bin gerade. Alter, du bist da dran. Wachen rufen. Ah, da sind sie schon.
Ach, die Leute sind schon da. Verletzt. Warte mal, klappen die auf meine Leute ein? Wie die da durch? Ich glaube, ich brauche noch einen Arzt. Ist er das? Habe ich einen richtigen erwischt? Aktion. Das kann jetzt so kämpfen, Station. Das machen die nicht selber, das müsste ich schon. Okay. Da werden sie eigentlich in der Kleidung. Es gab keine Erfahrungszimmer. Okay. Habe ich vielleicht aber noch nicht. Alter, hier sieht's aus, ne? Ich müsste hier was bauen, dass die halt direkt durch können. Aber ob das so gut wäre, da was zu machen, dass die ja durch können, ist halt nicht interessant. Ich okay. Ich möchte halt nur, dass die hier durchgehen können, dass die Köche nicht durch den Raum hier rein müssen, ne? Alter, hier liegt... Alter, Alter! Das ist halt ein bisschen übel, ne? Ach, jemand hat die extra Zellen noch gebaut. Ich will das nur, bis die fertig sind. Geduscht haben wir oder nicht, oder? Okay, jetzt essen sie aber alle. Ganz gut. Ich habe das direkt unterdrückt. Aber die, also die haben alle so eine kleine Bestrafung. Können wir endlich mal die Bestrafung nehmen. Ich denke, die haben daraus gelernt. Glaube ich nicht, aber... Wenn du ins Gefängnis gehst, dann schon so anfängst, ne? Mal gucken, was passiert. Ich bin überraschen lassen. Kann ich den hier? Okay. So. Was? Ich hab den Edge hier gemacht. Was? Was tun die denn? Meine Wachen kloppen auf die ein. Warum kloppen meine Wachen auf die ein? Ich hab nicht gesagt, die dürfen das. Ich finde das nicht okay. Warum machen die das? Das wird sich jetzt zeigen. Da ist er wieder. Bestrafung beenden. Reißt euch zusammen, okay? Aber den Turm besetzen die auch gut, oder? Besetzen die den Turm auch irgendwann an den Leute? Hier wird auch noch gebaut. Ja gut, die sind noch nicht. Die kommen im Bau nicht hinterher, ne? Guck mal, hier ist zu. Ja, die bräuchten halt schon mal irgendwie so ein paar Räume, ne? Aber da kloppen die sich doch sonst wie in dem Gemeinschaftsraum. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das gut geht. Ach, du Packer.
Büro des Psychiaters. Büro des Psychiaters? Können wir machen. Aber das sollte vielleicht draußen sein, ne? Wort. Kann sein, dass da nur bewaffnete Wachen drin. Ah, okay. Hm. Ja, das kann nicht sein, ne? Büro des Psychiaters können wir um, aber. Ich glaube, das brauchen wir in meinem. Das denke ich schon. Wir brauchen einen Rechtsanwalt. Gibt es hier so ein kleines Standardbüro, was ich baue? Oh, guck mal, das ist hübsch. Wir holen uns mal so einen Rechtsanwalt. Gärtner, Psychologe, Rechtsanwalt. Ingo Lenzen, wer es noch kennt. Psychiater, Psychologe. Dinge in die Köpfe schauen können. Nick Büro, du kriegst dein Büro. Alter! Rein da! Wir haben wieder den Toten! What the shit? Alter, jetzt reicht's. Razzia. Alle Trakte. Rein da. Was zum Geil. Die haben doch schon die. Schnaps. Wo haben die das her? Es ist doch gar nicht möglich. Haben die das schon wieder hergeschmuggelt? Es sind doch keine neuen Häftlinge gekommen, oder? Häftlinge. Löffel. Ja gut, Löffel haben sie mitgehen lassen. Oh, es kommen neue Häftlinge an. Wir können auch Einzelhaft machen, ne? Lass mal ein bisschen Einzelhaft machen. Einzelzelle. Hier draußen so richtig schön, ne? Wer sich so kacke benimmt, der ist, ne? Können wir mehrere machen. Also drei Stück. Dann erweitern wir den Hof einfach dann später. Okay, baut das mal bitte schnell wieder zu. Und dann machen wir den Hof noch eine Erweiterung und dann passt das. Dass wir alles noch fertig gebaut werden, ne? Ich sehe schon die nächste. Achso, das sind die zwei, die da kommen. Mhm. Sind die irgendwie psychisch angeknackst, dass die das die ganze Zeit immer machen? Dass die vielleicht einzelhaft irgendwie speziell benötigen? Kann ja sein, dass die irgendwie freidrehen, weil so viele Leute hier sind. Die haben auch dunkelrote Kleidung an. Gehört bestimmt so einer Gruppe an. Schwerer Einbruch, ja. Der muss in der Einzelzelle dann, ja, ja. Können wir machen, sobald die Zellen fertig sind, können wir den da reinpacken. Kurz mit dem Hund vor der Tür. Alles gleich, so Teles. Passt schön auf dich auf. Guck mal, hier ist kein Licht. Ich sehe da nichts. Ist halt nachts, da lassen die schlafen, ne? Vier Familien warten auf Besuch. Machen wir es mal im Schnellbau. Besucherraum. Der ist halt ein bisschen heavy, kleiner. Ey, die müssen erstmal alles andere bauen.
Drei warten auf Einzelhaft. Ja, wir bauen das. Wir bauen das. Wir sind am Bauen. Wieso bauen die nachts nicht? Weil die nicht hinkommen wahrscheinlich, ne? Noch drei Bauarbeiter. Sobald Leittag ist. Unsere Häftlinge wirken ein wenig schmuddelig. Appell. Wann wecken wir sie denn? Um 5? Um 6, hä? Um 6. Hauen wir sie raus. Achtung! Und. So, aufgestanden, Freunde. Ja, dann sollen die mal duschen gehen. Muss ich ihnen das sagen, dass sie duschen gehen sollen? Hygiene ist für jedermann wichtig, wenn er im Gefängnis ist. Ja, sollten die doch haben, oder nicht? Was? Alter, was ist denn jetzt los? Ja, der wollte ausbrechen, der ist jetzt im Arsch. Ja, dann geht doch duschen! Was ist euer fucking Problem? Wieso duschen die nicht? Der Tisch ist draußen im Wut. Alter! Alter, Alter, Alter! Ja, die ganze Spaß mit dem Zellen. Wie sag ich denn denen? Ich geh doch mal duschen. Alter, what the fuck? What the fuck? Holy shit. Wie sag ich denen, geht? Muss ich den irgendwie einen Plan machen? Wann die wo zu sein haben? Muss ich einen Plan zurechtlegen, wann die wo zu sein haben? Häftlinge. Voll belegt. Bedürfnisse. Geht die nicht? Ist da irgendwas nicht richtig? Ich weiß es. Regeln. Oh. Ach, guck. Das ist jetzt. Duschen. Die gehen doch gleich duschen. Du wirst mich verarschen. Wir haben doch voll den Plan. Jetzt sind alle bewusstlos, jetzt können sie auch nicht duschen. Um 8 ist Duschen angesagt. Dann gehen die alle da rein. Weiß nicht, was die haben. Kommen die jetzt nicht dahin mehr, oder was? Wahrscheinlich, ne? Ja, guck mal, jetzt gehen sie doch duschen. Da ist schon wieder was los. Rein da. Hey, es sind noch Abflüsse da.
mich jetzt verarschen? So, ich hoffe, ihr wollt jetzt alle duschen, ne? Sicherheit. Muss das direkt da drunter sein? Warum ist das so? Ah, jetzt kann ich nämlich schon weiterbauen. Okay. Ich guck mal, was passiert. Okay, das Gefängnis wird nicht lange Bestand haben. Hier ist Polen offen. So, jetzt haben wir jetzt gibt's Einzelarrest. Oben hauen die ohne, okay. Einzelzellen gibt es dann auch. Was ist los mit ihm? Sehe ich seine Gedanken irgendwo, was er denkt? Nee. Ach, warte mal, die brauchen wir noch alle Strom. Ist es das erste Gefängnis, läuft nie gut. Bei mir jedenfalls nicht. So. Kann ich Wände? Okay, die Wände sollen weg. Dann können wir nämlich Räume, den Hof, noch größer machen. Shadow ist getriggert. Was bedeutet das? Warte mal. Was ist mit ihm los? Psychisch kranke Häftlinge stehen ständig unter Druck. Oh. Kann ich den verlegen? Ich kann ihn nicht verlegen. Lucky. Okay, geht das jetzt? Der Wasserdruck reicht nicht aus. Na gut, dann werden die hier wahrscheinlich versuchen, dann zu entkommen, ne? Ich muss es probieren. Learn by do. Dieser alte Piss, ne? Jetzt bin ich froh, dass ich nicht wirklich da auch mit bin, weil sonst hätte ich ja echt das Problem. Also so die Challenge eigentlich, da selber auch mit im Game zu sein, dass sie aufpassen müssen, dass sie sich nicht kriegen. Das ist so ein Chaos.
What the fuck? Kann ich nicht sagen, er hier soll verlegt werden? Kann ich nicht ein paar Psychologen helfen? Ja, okay, ich muss Gummizellen bauen. Gefängniszellen, Luxuszelle. Da habe ich nicht mal so Gummizellen. Würde ich einen extra Trakt machen, ne? Brauche ich halt, ne? Lässt sich nicht ändern. Was? Wir sind schon wieder Puls. What the fuck? Zwei Aussprüche heute. Wo denn? Da? Die schaffen es bis dahin. Ich muss da solche Schleusen machen eigentlich, ne? Eigentlich muss ich das mit Arsch aufziehen. Die neuen, die Jakob denken nicht auch so. Ja, okay, what the fuck? Als sie durchlaufen ist doof, ne? Hätte ich komplett anders planen müssen. Halt! Ich gestehe es mir ein. Das war nicht kein gutes Gefängnis. Ist okay, ich verstehe das. Ich würde selber es genauso sehen. Das ist echt ein richtig kritisches Gefühl. So, und die sind auch fast fertig, die Zellen hier unten. Eigentlich sollte ich diese psychisch kranken Häftlinge ein anderes Zeitfenster geben, wann die essen gehen, ne? Das kann ich ja eigentlich alles machen. Wer war der Auslöser dafür? Einer ist tot, der Rest verletzt. Sind das Gangs oder was ist hier los? Hat's ja alle Trakte. Das reicht. Wo kriegen die das her? Zwei Messer, what the fuck? Gift. Wo habt ihr Gift her? Lol, ich hab neue Leute reingekriegt, die haben die wahrscheinlich mit reingebracht, ne? Knüppel. Zwei Messer. What the fuck? Was läuft bei den Chief? Was ist mit ihm los wird gewesen? Voll die Akku. Guck mal, hier siehst du nicht, was passiert, ne? Ja, wir müssen rauchen. Nach Tunnel suchen, in allen Trakten. Das sollten wir auch mal tun. Tunnelsuche läuft. Wie viele Tunnel gibt es? Ich bin gespannt. Ob es schon Tunnel gibt? Ob irgendjemand Tunnel gemacht hat? Würde ich das angezeigt bekommen, wenn Tunnel gefunden werden? Da habe ich so Lust auf Escapist, ne, irgendwie. Nein, ich glaube, Tunnel finden wir keine. Der noch hier hinten. Nur die Toilette? Kann ein Tunnel sein, theoretisch?
Okay. Was? Drugs? Hey, die wollen Drogen oder was? Da abgesessen. Okay. Ja, da. Das hört sich ja schon wieder geladen an. Ja, es ist, die Spannung ist, ist real. Es ist echt ein bisschen Puls hier gerade. Es ist, ist schwierig. Es ist schwierig. Ich glaube, ich muss demnächst nochmal neu anfangen. Ich habe gerade eine Razzia nochmal gemacht, was die alles gefunden haben. Ich weiß nicht mal, wo die das herkriegen. Oh, da ist Zeug dabei. Da legst du die Ohren an, wenn ich so, oh, what the fuck, wo hast du das her? Es ist echt, es ist schon, also, puh. Ist krass. Ja, eure Sicherheit, dann hört auf euch abzustechen. Weil die rufen Sicherheit, ne? Da sind die, die andere abstechen. Ja, ich glaube, die brauchen echt Beschäftigung, ne? Du musst denen richtig schnell Beschäftigung gehen, glaube ich. Wie eine Arbeit oder irgendwas. Dass die mit so einer Scheiße gar nicht anfangen. Drugs. Der hat Drogen genommen, der ist komplett drauf. Krankenstation. Du bist in Einzelhaft. Du hast deine Sicherheit. Was willst du? Ja, ich müsste halt wahrscheinlich hier noch einen anderen Zugang machen, ne? Alter, es geht schon wieder los. Alle dahin. Also man halte fest, ich kann das nicht so gut mit Gefängnissen. Ausbrechen kriege ich hin. Die Leute da drin halten, schwierig. Ich will nichts gegen die Drogensucht unternehmen. Wird eingeschlossen 24 Stunden. Machen wir so. Ja, ich müsste mal neu anfangen halt, ne? Ich denke, mein Ansatz war schon nicht verkehrt. So hätte ich mir verrückt vor lange Laute, weil ja, die brauchen mehr Sachen zu machen. Ich habe ein bisschen was gelernt. Ich würde das die Tage dann gerne nochmal probieren. Aber geplanter. Die Leute brauchen unbedingt was zu tun. Nur der Hof mit hier so ein bisschen, ne, das reicht nicht. In einem großen Gemeinschaftssaal halte ich da wegen fest. Ich halte daran festhalten. Ich finde das eigentlich ganz gut. Wenn du halt noch so psychisch kranke Leute dabei hast, ne? Oh, dann wird's halt kritisch. Ist überall Blut drin, ey. Ich glaube, ich speichere das Gefängnis nicht. Ich glaube, ich brauche das Gefängnis nicht speichern.